We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. She knows goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. Ah, sie darf uns auf jeden Fall nicht entdecken. Sie hat ja schon das Gefühl, dass sie verfolgt wird. Can you quit driving like a jackass already? Aber wie viele Telefone hier aber auch ringsrum stehen. Hammond is full of himself, being this sure he was gonna win. Ah, jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen sehr nah dran. Am besten man hat immer noch so ein Auto dazwischen. Okay, am besten nicht so ein Auto, was direkt anhält. Ja, aber ich glaube, sie hat uns noch nicht entdeckt, also noch ist alles gut. Ist natürlich auch sehr unverdächtig, direkt hier mitten auf der Straße stehen zu bleiben. Ja, ja. Wir sind hier in geheimer Polizeimission. Auf zu hupen hier. Whoa, back off, before we get made. That's it, we're spotted, back off. Back off! Okay. Ich glaube, das ist gerade noch mal gut gegangen. That bitch has given me what I'm owed. That's all I know. Na, bis jetzt hat sie halt nur auf den richtigen Typen gesetzt, ne? Also... Sie hat ja nicht den Kampf manipuliert. Okay, irgendwann müsste die aber auch mal in ihren Zielort sein. Ja, ja, Kollegen. Okay, da bleibt sie wieder stehen. Pull over. She's heading inside. Ja, erst abkassieren und dann abhauen. Genau so, so ist richtig. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. Call an ambulance. Hammond got away. He's said. Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? Car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split? He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Hmm. Okay. Die ist schon mal hinüber, würde ich sagen. Okay, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Hinweise finden. Okay, auf ihr sind auf jeden Fall keine. Wir gucken mal hier in der Tasche, was wir hier drin finden. Okay, da haben wir nur... Okay, das ist wieder diese Kinokarte. The Egyptian Theater. Okay, sonst nichts. Und dann haben wir da noch einen Revolver. Ob uns der weiterhilft, ich weiß ja eher nicht. 32 Caliber. One shot fired. Okay, ein Schuss wurde abgefeuert nur. Okay, sonst liegt hier nichts mehr.
So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Okay. Also. Okay, wir könnten aber auch noch mal hier hin. Das scheint auf jeden Fall auch noch was zu sein. Deswegen gehen wir erstmal noch nicht zum Kino. Ja, die gute Frau ist auf jeden Fall nicht mehr unter uns. Voll die dramatische Musik. Ich weiß immer noch nicht, ob man die Musik in der Aufnahme hört oder nicht. Man hat zum Beispiel halt auch eine Ladebildschirmmusik. Mein Partner kann jetzt nicht fahren. Warum kann mein Partner jetzt nicht fahren? Hallo, fahr! Okay, jetzt muss ich fahren, oder wie? Nee, ich will, dass mein Partner fährt. Okay, der kann nicht fahren anscheinend. Dann muss ich fahren. Ah, Moment mal, wir müssen auch noch mal hier ganz vergessen. Ganz vergessen. So viel Arbeit haben wir hier. Hallo, Telefon. Can you connect me to the Yellow Cab Company? Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Yes, sir. Send one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. Ja, ich glaube, das war eh schon das Taxi, was wir ja gerade schon verfolgt hatten. Okay, unser Kollege will immer noch nicht fahren. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. Okay, Wahrzeichen entdeckt. Okay. Wir fahren auf jeden Fall mal weiter. Und gucken, ob wir da bei dem einen Ort, wo wir ja schon mal waren, ob wir da noch Hinweise finden. Obwohl mich ja das Gefühl beschleicht, dass wir da nichts mehr finden werden. Aber mal gucken. Okay, haben wir geparkt. So, dann gehen wir hier nochmal rein in die gute Stube. Okay, dann gucken wir hier nochmal ein bisschen nach Hinweisen. Genau, das hatten wir schon. Okay. Sugar Ray. Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. Okay, gucken wir mal, ob uns das weitergeholfen hat. Ah, alles klar. Ja, gut. Ja, das waren gerade nur so Dinger, die wir nachholen mussten. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall ins Kino. Und vielleicht kann er jetzt wieder unser Kollege Schnürschuh fahren. Unser korrupter Freund. Ah, mein Partner kann nicht fahren. Alles klar, dann fahre ich. Okay, Mr. Corruption. Fahren wir mal los. Ja. Son of a bitch! Ja, ja, ja. Ja, 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 okay. Gut, dann wie gesagt, ab ins Kino und mal schauen, ob wir da unseren Boxerkollegen antreffen. Seine gute Freundin ist ja gestorben. Naja, vielleicht wird es aber auch die Mafia sein, die wir da antreffen. Okay, nochmal rechtzeitig abgebremst. Ja, ey, die Stadt, die ist gar nicht zu vergleichen mit Los Santos, obwohl es ja... Okay. Nice. You're paying for every last scratch. Ja, 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 leck mich. Obwohl es ja dieselbe Stadt theoretisch sein soll. Okay. Hier müsste das Kino sein.
This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Okay, vielleicht hat ja unser Täter auch eine Schusswunde und Messer haben wir ja auch bei dem einen Mafia-Kollegen schon mal gefunden. Gut, gehen wir mal rein. Ah, okay. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you and okay, wo müssen wir denn hin? Ah, okay, hier können wir rein. Schauen wir mal. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe. But I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying. And it wasn't for lack of courage. I didn't have much. But I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself. So did little boy. You did it to make a quick buck. And Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. You've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake, Arcaro. Okay, den holen wir uns. Na, das guckt noch einmal rüber. Ja, bitte noch mehr von diesen komischen Itado-Typen. Okay, dann jagen wir mal weiter. Okay, die haben sogar. Ja, komm. Ja, wir haben eine Pistole, das ist natürlich. Ah, okay, gerade sage ich. Na, komm noch mal raus. Ah, alles klar, der wurde schon kalt gemacht. Und den habe ich kalt gemacht. Nice. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. Escania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! I'm hearing rumors of a fight that was fixed, of gangsters looking to get square, that LAPD cops might be involved. Either of you two sons of bitches know anything about that? No, sir. So, the dead wop who turned up in this theater, who used to be a boxing manager, who murdered Candy Edwards, has nothing to do with the fix? Absolutely not. Earl? You're doing venereal disease citations until you can learn to stop lying to me. Phelps, got anything to add? No, sir.
Get your uniform from your locker. You're back on the street. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir wieder Streifendienst machen müssen. Okay, krass. ...187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Okay, eigentlich habe ich ja gedacht, wir müssen wieder Streifendienst machen. Habe ich zumindest gerade so verstanden. Naja, ich stelle keine Fragen. Oh, ich finde immer nie aus diesen Polizeirevieren raus, ne? Nie. Your interest in my appearance is starting to get me worried. Ja, okay. Like ja, da ist dysfunctional couple now. People judge me with you on my own. Doch. Oh Gott. Ich hasse diese Polizeireviere. Sie sehen auch überall hundertprozentig gleich aus. Egal in welchem Dezernat man ist. Okay, hier und dann hier scheint die Sonne. Dort geht's bestimmt raus, ja. Alles klar. Dann gehen wir mal unseren nächsten Fall an. Und lassen natürlich unseren Kollege you know the way. You can drive. Korruptikus Schnürschuh fahren. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Doe's are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Ja, erster Stock, Apartment 6. Dankeschön. Thanks. Gut. Ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Apartment 6, hier ist 7. Da. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with it? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Hear, hear. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Ja, wir wissen ja schon, dass unser einer Kollege hier nicht immer ganz so gründlich arbeitet. Phelps? Okay. Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? Be my guest.